So, auf geht's. ESC muss als City ran. Und Navi darf hier auf der besseren Seite starten. Neo sehr aggressiv. Und bin mir nicht sicher, ob Navi das weiß, dass Neo dort offensiv ist. So, gibt es die ersten Hits gegen Markloff. Mitte oben. Hier wirklich sehr, sehr langsam scheinen sich jetzt Richtung B zu orientieren mit Starix und der Bombe. Boah, jetzt zieht sich ESC gerade komplett weg. So, Neo hört die Steps. Boah, schöner Mini-Step dort. Aber Neo kriegt noch einen. Kuben kommt da gerade nochmal so weg. So, und jetzt geht's über Steg und ESC schafft es aber noch, Headshot-Rampe einzunehmen. Das ist sehr wichtig. Uiuiui, Kuben. Und Lord stirbt auch. Jetzt nur noch Test an der Headshot-Rampe. Gegen zwei. Muss da noch viel Zeit rausholen. Ah, sein Mate kommt schon hinter denen. Sehr schön gespielt von Pascha. Und jetzt. Oh, keine Munition mehr, aber Pascha ist da. Macht da zwei Flex in der Runde. Sehr, sehr interessante Pistole. Also, wenn man die Overview mal die ganze Zeit anguckt. Sehr schönes Hin und Her da. Sowohl von Navi als auch ESC. Jo, noch. Ekelhafteren Leck kann es hier wirklich nicht geben. Aber krasse Glockrunde von Navi bisher. Zwei Waffen. Boah, schöner Shot von dort. Und den zweiten hat er auch verdient. Holt ihn sich auch, aber zwei Waffen verloren gegen eine Glock-Eco. Nicht ganz so cool. Ich glaube, da gab es ein Kommunikationsproblem. Vorhin hatten sie immer hier den Tower am Neo an der Kiste. Diesmal war ja einer oben. Gegen Glockrush natürlich dann nicht so toll. Aber gut, 2-0. Bombe gelegt und Navi kann natürlich kaufen. Guter Spawn Richtung B. Sehr viel Gas an Lang. Oh, Mitte. Also Stegoffensiv, Langoffensiv. Boah, Lord überlebt er wirklich richtig, also super lange und hat jetzt auch Support von Neo. Schön Hits, also 2T ist richtig low. Jetzt nochmal eine Flash. Boah, Teamkill von Markloff. Lord nimmt auch noch einen und noch einer kommt. Zwei sogar. Und Pascha ist ganz weg, weit weg aufs Spot. Jetzt wird er rausgebombt, der Lord. So, Bombe ist noch Mitte. Oh Gott. Pascha, Risiko. Krass, dass es dort keine Prediction Banks gibt, jetzt. So, da hoppeln sie vor. Jetzt Power Timing. Oh, perfektes Timing von Pascha. Da standen die beiden Ts hintereinander. Und jetzt war es nur noch Zeus. Gegen zwei. Bombe hat er nicht auf dem Rücken, die ist da an Lang. So, Pascha kann ihn ansagen. Kann gegen Flash, aber der T ist schon weit vorne. Die Flash saß nicht gut. Keine gute Flash von Pascha. Jetzt 1 gegen 1. Tess weiß, dass die Bombe rechts ist. Und Zeus entscheidet sich offensiv zu gehen. Aber Tess macht den Headshot, überlebt damit 40 HP. 3 zu 0. Sehr, sehr schöne Runde von ESC. Wobei Navi irgendwie, ich glaube, das hatte mal irgendjemand gesagt, dass Navi auf Teufel komm raus lange über einen nehmen will. Also wäre vielleicht eben besser gewesen, sich dort defensiver zurückzuziehen.
Auch sehr schön die HE von Neo und dann ist Kuben, also Kuben ist oben und dann kommt direkt die HE hinterher. Haben die T ist wirklich null Chance in der Eco. ESC mit der 4:0 Führung als CT wohlgemerkt. So, weiterhin Waffen und ESC wieder sau aggressiv. Oh, da war Markleff anscheinend blind. Schön gegen Kuben. So, Tesk hat das ausgeschlossen. Viel, viel, viel Kontrolle bei ESC. Edward macht's gut, nimmt lang ein, da ist nichts. Aber Tesk hat super viel Kontrolle. Also sie wissen jetzt ungefähr schon, wo die Ts sind. Was heißt ungefähr? Sie wissen es eigentlich relativ genau. Problem auf A ist jetzt, dass man relativ offen steht. Man scheint sich auch kurz vorzugehen. Ah, Lord muss jetzt lang aufpassen. Hat er nicht hingeguckt. Edward war schon sehr weit vorn. Und jetzt ist der A-Spot frei. Die Runde doch nochmal gut gedreht jetzt von Navi. Und da war es nur noch Kuben. Und die Bombe wird zu kurz gelegt. Oder? Ne, da Headshot-Rampe liegt. Also zu lang. Und Kuben. Safe, glaube ich auch. Jo, bringt Abe mit von Markelauf. Von Markelauf für Pascha. Browser noch zu machen. Mache ich gleich. Nach dem Bego von Navi. Bebengo sogar. Schönes Smoke. Oh, ja, sauber von Tess. Gut zu Ende gebankt. Warum ist noch bei Markleff am Stissel? Boah, Pascha räumt mit USP unten auf. Fuck. Hat er, ich glaube, einen wahrscheinlich Fußhit gegeben, dann hat er USP gezückt. Den gefinisht und den nächsten auch direkt Hatcher hinterher. So, wie ich mir die Situation erklären könnte. Ah, gefällt mir, wie ESC hier aggressiv spielt. Weil das ja Navi früher eigentlich etabliert hat. Dieses extrem offensive als CT. Sie haben da wirklich sehr dominiert. Auch DTS hat das dann kopiert, glaube ich, oder haben es auch gepflegt. So einen richtig aggressiven, offensiven Spielstil als CT. Waren auch immer sehr krass auf das 2. Aber Navi wieder mit der Runde 5:1. Keine Bombe gelegt. Navi muss auf jeden Fall sparen. Sind ja fast alle in jeder Runde gestorben. Also. Wow, sie legen. Okay. Also gehen hier aufs Ganze. Jetzt bin ich gespannt, was sie ansagen. Also was Zeus hier ansagt. Oder Starry.